Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus Portugal. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind in Portugal. Für uns ging es vorgestern 850 Kilometer lang von Frankreich nach Portugal. Ehrlich gesagt war es uns einfach schon ein bisschen zu kalt in Frankreich. Nachdem wir einmal bei Minusgraden aufgewacht sind, haben wir uns dazu entschieden, ab an die Küste nach Portugal zu fahren und sind jetzt hier bei geschmeidigen 15 Grad Mindesttemperatur in der Nacht. Ja, ich gehe hier mit Alex eine Runde spazieren. Wir sind gerade aufgewacht und Leute, die Natur hier, schaut sie euch mal an. Wir sind hier direkt an so einem Maisfeld gerade und da fängt der Strand an. Schaut euch mal dieses verlassene Haus an. Wahnsinn, oder? Mit der Aussicht. Und da hinten, die Stadt ist Porto. Wir sind nämlich in Porto. Noch mal Frühstück oder was? Mhm. Aufmachen! Alter, Leute, schaut euch mal diesen Camper an. Da kommt einfach gerade ein Auto aus dem Camper raus. Ich fass es nicht. So was habe ich ja noch nie gesehen. Da ist einfach ein Auto in diesem riesen Camper drin. Crazy. Ja, und für uns geht's jetzt wieder weiter. Wir haben nämlich hier einen ganzen Sack voll Wäsche, den wir irgendwo in der Wäscherei abgeben müssen. Und wir müssen unbedingt einkaufen. Wir haben nämlich fast nichts mehr zu essen und auch gar nichts mehr zu trinken. Also, weiter geht's. Amanhã. Depois. 22. Wie hat es denn gewogen? Hast du es gesehen? Keine Ahnung. 6 Kilo, glaube ich. Leute, also das war jetzt nichts. Wir sind gerade wieder mit vollem Sack aus der Lavanderia zurückgekommen. Die Frau wollte 31 Euro für diesen Sack zum Wäschewaschen. Ja, das war uns auf jeden Fall zu viel. Jetzt schauen wir, ob wir irgendwo so ein Self-Service-Ding finden und ja, fahren da dann hin. So, das mit der Wäsche hat jetzt geklappt. 3,50 Euro hat das Ganze gekostet zum Waschen und dann müssen wir nochmal trocknen. Das kostet, glaube ich, nochmal 6 Euro. Wir sind jetzt nochmal zu Lidl gefahren, weil die Maschine eine ganze Stunde dauert. Kaufen wir jetzt ein und holen dann unsere Wäsche ab. Ah,
Also, wir haben jetzt alles eingekauft und unsere Wäsche ist fertig gewaschen und getrocknet, Leute. Schaut mal, das alles, wir räumen jetzt hier gerade ein. Hat uns jetzt 6,50 Euro gekostet statt 30 Euro. Und bei der anderen Frau hätte es auch noch 2 Tage gedauert, die Wäsche zu machen. Und wir sind jetzt fertig, hat sich wieder richtig gelohnt. 25 Euro günstiger und auf jeden Fall viel schneller. Wir tun jetzt das Ganze zusammenlegen, einsortieren und dann geht es wieder ab an den Strand. Ja, Freunde, wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen und schaut euch mal, wie schön das ist. Unser Bus steht da und wir stehen hier direkt an diesem wunderschönen Strand. Schaut euch das mal an, hier mit diesen Felsen. Wahnsinnig schön, oder? Ich war hier vor 2 Jahren schon mal und hier ist geil, dass man direkt hier spazieren kann. Hier führt nämlich ein ewig langer Steg, ein paar Kilometer lang den Strand entlang. Schaut euch das mal an, Freunde. Hier wurde eine Zitrone angespült und was noch viel krasser ist, eine ganze Wassermelone. Keine Ahnung, von wo die kommen kann. Vielleicht aus Marokko oder aus dem Süden von Portugal. Schon Wahnsinn. So, mich interessiert echt, wie die Wassermelone von innen ausschaut, weil von der Größe her schaut sie eigentlich echt gut aus. Deswegen mache ich die jetzt einfach mal auf. Nee. Was ist das? Leute, wenn irgendjemand weiß, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Warte, ich gehe noch mal näher ran. Es riecht aber wie Wassermelone. Riech mal. Ja, riecht 1:1 wie Wassermelone. Also Leute, ich habe jetzt mal gegoogelt und das Ganze soll heißt Wintermelone. Es riecht wirklich 1:1 wie Wassermelone und schaut auch so aus. Deswegen wage ich jetzt mal ein kleines Stück zu probieren, nicht zu viel, aber... Okay, schmeckt nach gar nichts. Voller Samen ist auf jeden Fall. Also wer Wintermelone anpflanzen will, kann sich bei mir melden. 20 Euro für 10 Samen. Leider hat es dann draußen wieder das Regnen angefangen. Ich habe dann im Regen noch eine Stunde oder so den Surfern zugeschaut. Es war wirklich richtig gut, wie die gesurft sind. Und ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Wir haben hier Reis mit Gemüse und hier werden noch frische Quesadilla gemacht. Dafür nimmt man einfach solche Tortillas und Käse und tut die in die Pfanne. Das haben wir aus Mexiko mitgebracht, haben wir dort nämlich richtig oft gemacht.